Ich bin Elina und ich bin eine Auszubildende von der Stadt Halle. Ich werde im September die Lernwoche sozusagen absolvieren. Das bedeutet, ich werde in ein Altenheim gehen und dort eine Woche lang mal schauen, wie dort so die Arbeit läuft. Genau, ich hatte heute den Vorbereitungsworkshop dafür. Und wir haben so ein bisschen Rollenspiele gemacht und so ein bisschen uns drüber unterhalten, was dann halt dann wichtig ist, wenn ich in dem Altenheim bin, wie ich mit den Menschen umgehe, wie ich mit Vorurteilen umgehe und dergleichen. Und ich fand es echt aufschlussreich. Morgen ist der erste Tag in der Paul-Riebeck-Stiftung. Ich bin schon echt gespannt, was ich alles machen werde, weil ich habe jetzt ja nur so einen ganz groben Ablaufplan bekommen. Aber was ich da wirklich für Aufgaben übernehmen muss, weiß ich ja noch gar nicht. Also habe ich auch schon ein bisschen Angst, dass es vielleicht das eine oder andere sein wird, was mir ein bisschen unangenehm ist. Aber ja, es sind ja alles nur Menschen dort, also denke ich, wird das schon nicht so schlimm werden. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Woche. Also, ich habe schon echt Bock drauf. Ich habe mich für die Paul-Riebeck-Stiftung entschieden, weil ich gerne etwas mit älteren Menschen machen möchte. Und weil mir der Perspektivwechsel dort auch am besten ermöglicht wurde. Ich bereue es eigentlich gar nicht, dass ich mich hierfür entschieden habe, weil die Menschen hier sind alle sehr nett, auch wenn natürlich verschiedene Persönlichkeiten dabei sind und manche vielleicht auch ein bisschen anders, ist das eine gute Gelegenheit, um halt offener mit solchen Menschen auch umzugehen. Und das ist auch das, was das Projekt bewirken soll. Heute war der letzte Tag. Ich bin irgendwie schon erleichtert, dass es vorbei ist, aber ich glaube, ein bisschen werde ich die Senioren schon vermissen. Wir hatten gestern den Nachbereitungsworkshop von der Lernwoche. Jetzt im Nachhinein, wo natürlich alle Auszubildenden die ganzen Erfahrungen gesammelt haben, ist es natürlich spannend davon zu hören, was die anderen so erlebt haben und was die so für positive, aber auch negative Erfahrungen gemacht haben. Andererseits hat es aber natürlich mich selbst im privaten Sinne weitergebracht. Also ich glaube nicht, dass ich noch irgendwie unsicher auf jemanden zugehen würde. Das hat sich eigentlich im Laufe der Woche echt stark verändert. Ja, es war auf jeden Fall eine echt krasse Erfahrung, aber auch eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Ich kann es halt auch wirklich nur jedem ans Herz legen, wenn er mal irgendwie die Möglichkeit hat, aus seinem Berufsfeld rauszukommen und sowas Soziales sich anzugucken, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil es verändert einen von der Psyche her schon, wie man über die Menschen denkt und wie man danach auch mit denen umgeht. Und ja, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen.